Hallo und herzlich willkommen zurück bei EDC Gear Germany. Lukas wieder hier und heute schauen wir uns das Fox Vulpes an. Hier in der Titan-Variante mit der wunderschönen M390 Klinge und noch ein paar anderen Tools. Eine schöne Alternative, die es auf jeden Fall gibt. Gerade so dieses Swiss Army Tool kommt natürlich nicht aus der Schweiz, sondern aus Italien. Aber vom Format her, von der Idee her, und eben mit Titan-Scales und einer Klinge aus M390 Stahl, was ja doch zu meinem favorisierten Stehenden gehört. Und ja, wie mir das Ganze gefällt und ob das vielleicht auch was für euch ist, wenn ihr es bekommt, weil es ja recht beliebt, dann würde ich sagen, bleibt einfach dran und wir sehen uns gleich nach dem Intro. So, da sind wir auch auf dem Tisch angekommen und ich würde sagen, wir schauen uns auch gleich das Fox Knives Vulpes an. Kommt hier ganz simpel in dieser Verpackung. Stehen ein paar Sachen noch drauf. Garantie und genau, wo es herkommt. Maniago Italien. Und natürlich, welche Modellvariante hier vorhanden ist. Und in dem Fall ist es, wie gesagt, die 130 S4 Ti, also Titan-Variante, 130 mm Gesamtlänge und 4 Werkzeuge dran. Welche das genau sind, schauen wir uns jetzt aber gleich an. Ich öffne mal die Verpackung. So, raus kommt ein bisschen Papier. Schauen wir doch mal, was da noch draufsteht. Eben die Modellvarianten. So. Genau. Also hier sieht man, welche es eben gibt. Ich habe jetzt in dem Fall die Variante. Es gäbe auch noch die noch größere Variante. Die wäre bei mir favorisiert gewesen. Ist es leider nicht geworden, weil sie nicht verfügbar war. Und ja, es gibt halt noch unterschiedlichste Griffmaterialien, wie eben Aluminium, Carbon und eben Titan. Genau. Dann würde ich sagen, legen wir das Papier beiseite und kommen zum eigentlichen Star, nämlich dem Messer. Verpackt ist das hier in dieser, in diesem kleinen Stoffbeutelchen mit dem Fox-Logo drauf. Und da drin verbirgt sich dann noch ganz ohne großes Tara das Messer. In dem Fall, wie gesagt, die 130, also Fox Knife Vulpes 130 S4 Ti. Genau. Schönes, kleines, kompaktes Messer und ja, natürlich im Schweizer Taschenmesser-Stile, ne? Also das sieht man dann, denke ich, hier ganz gut, ne? Mit dem Swiss Champ verglichen, ist es halt einfach in dem Stil aufgebaut, was jetzt nicht schlimm ist natürlich. Schauen wir uns mal die ganzen Werkzeuge an, würde ich sagen. Wir haben einmal eine Klinge, die recht leicht aufgeht, würde ich sagen. Also wenn ich es benennen müsste, würde ich sagen, eine 4 vielleicht, eine 3, eine 4. Wir haben 90 Grad Stopp. Und dann geht es ganz auf. Also es geht natürlich nicht fest, sondern es ist ein Slip-Joint im Endeffekt. Und ja, geht recht einfach auch wieder zu. Soll jetzt aber in dem Fall nicht stören. Dann haben wir eine Säge. Natürlich kleine Länge, ich würde jetzt damit keine ganzen Baumstämme zersägen, da gibt es dann doch bessere Alternativen natürlich. Und ja, hier haben wir dann noch, wenn ich es aufkriege, einen Dosenöffner, wie man hier sehen kann, schön scharf und bisher noch nicht ausprobiert. Und einen Schraubendreher haben wir hier und hier haben wir auch nochmal einen Schraubendreher und eben einen Kapselheber. Ja. Alles, was man braucht, würde ich sagen, so die wichtigsten Sachen. Wie gesagt, ich glaube, man kann verstehen, warum eine Schere vielleicht für mich als urbanen Nutzer vielleicht dann doch besser gewesen wäre, soll aber jetzt nicht stören. Also ich bin froh, dass ich überhaupt eins bekommen habe es in der Knife Lounge und ja, war auch recht flink da, wie es halt so ist. Und von daher bin ich da sehr, sehr zufrieden, ja. Das Coole an der Titan-Variante ist, also wie gesagt, Titan, wir haben als Griffmaterial Titan, fühlt sich richtig gut an, schön, keine scharfen Kanten, nichts, also es funktioniert einfach, ist schön verarbeitet. Wir haben übrigens noch einen kleinen Ring dran,
dass man das Messer zum Beispiel in einen Schlüsselbund machen könnte. Da würde ich tatsächlich, wenn dann eher die 108er Variante nehmen. Ja, obwohl auch die Größe eigentlich noch an Schlüsselbund geht. Natürlich hat die ein bisschen Gewicht, wie viel schauen wir uns aber gleich an. Wir haben hier die Titan-Variante und was das Coole eben an der Titan-Variante ist, müssen wir nochmal die Klinge öffnen, dann können wir es auch sehen. Und zwar hat diese Böhler M390 Stahl. Und ich weiß nicht, ob ihr es aus meinen vorherigen Videos, gerade aus dem Video vom Lion Steel Bestman 1 entnehmen konntet, aber ich mag einfach M390 Stahl, es ist ein absoluter Hochleistungsstahl. Und nicht ohne Grund so beliebt. Und das ja bei dem kleinen Messer für einen Preis von um die 60 Euro, um die 60 bis 70 Euro tatsächlich mit dabei ist, ist natürlich wunderbar. Genau, ansonsten steht einfach nur noch drauf Vulpes, also Fox, das Fox-Logo, Vulpes Maniago Italien. Und hier bewegen wir uns also auch in Europa. Schönes Messer, schön verarbeitet. Man kann natürlich ordentlich mitarbeiten, aber wie gesagt, Großdruck sollte man nicht drauf bringen. Es klappt halt eben recht schnell ein. Wir haben hier einen ganz einfachen Flachschliff, also hier nichts krass Besonderes, muss auch nicht sein. Wir haben diesen Nagelhieb hier, was halt im Endeffekt ein kompletter Durchbruch durch die Klinge ist, haben wir auch in den anderen Werkzeugen, bis auf eben die Säge, weil die Säge nun mal übers Ende geöffnet wird und von daher brauchen wir das hier auch nicht. Die wäre auch ein bisschen schmal, glaube ich, für so einen Durchbruch. Und an den anderen Werkzeugen haben wir aber auch eben diesen Nagelhieb im Prinzip durch den Durchbruch durch. Das ist natürlich kein Böhler M390 Stahl. Hier weiß ich den genauen Stahl auch nicht, muss ich sagen. Es wird aber ja jetzt kein, also M390 ist es nicht. Der ist nur bei der Klinge natürlich da. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Maßen, zu dem Gewicht etc. Dass wir nicht mehr das große Lineal haben, habe ich jetzt aber auch ein kleineres. Also wir haben eine Gesamtlänge geschlossen von 7,4 cm. Genau, wir haben eine Gesamtdicke. Nehmen wir mal Zentimeter und nicht Inch, würde ich sagen, von 1,3 Zentimeter Gesamtdicke. Wir haben eine Gesamtlänge geöffnet von 13 Zentimeter, also deswegen auch übrigens die 130, weil das bezieht sich auf die Gesamtlänge geöffnet. Wie gesagt, hier in dem Fall 13 cm. Wir haben eine Klingenlänge von 5,5 cm. Eine Klingenhöhe von 1,3 cm. Lass mich mal genau selbst kurz hinter der Kamera nachschauen. Ja, von so um die 1,2 cm. Und ja, damit wirklich alles, was man so braucht. Wir können uns nochmal die Gesamtklingendicke anschauen. Das sind ungefähr 1,92 mm. Ne? Genau, Gesamtlänge geschlossen hatten wir ja schon. Also es ist einfach ein schönes, kleines, kompaktes Messer. Natürlich deutlich kompakter als mein Swiss Champ, gerade eben in der Dicke. Ne? Das nimmt sich dann doch einiges. Und schönes, kleines Alternativmesser zu einem Victorinox. Und wie gesagt, durch M390 natürlich ein Träumchen, sage ich mal. Schauen wir mal, ob es geschliffen hat oder ob es noch scharf ist. So viel habe ich mit dem Messer tatsächlich nicht gemacht. Bisher kam größtenteils der kleine Schraubendreher tatsächlich mal zum Einsatz, als ich beim Umzug geholfen habe. Also wie man sehen kann, das Messer ist sehr, sehr gut geschliffen. Da kann man sich echt nicht beklagen. Gut, hier unten ist Klebstoff dran, von daher ignorieren wir das da unten mal. Na, so, also es schneidet ohne Probleme, sage ich mal.
Papier. Großkartons, ja, würde ich damit jetzt grob, sage ich mal, nicht groß schneiden, eben dadurch, dass es auch recht schnell einklappt. Aber ich würde sagen, ich hole mal ein Stück Karton und dann testen wir es auch noch aus, dass wir es auch noch haben. Aber kurz vorher machen wir noch das Gewicht, würde ich sagen, dass wir hier wirklich alle Maße einmal genommen haben. Klingel klappe ich kurz wieder ein. Waage ist genullt. Und wir haben ein Gesamtgewicht von 61 Gramm. Also ja, schön, leicht, kompakt und perfekt genau 61 Gramm. Also wunderbar. So, dann organisiere ich uns kurz ein Stück Karton und dann testen wir es natürlich nochmal kurz am Karton aus, ob es auch das schneidet. Aber ich bin zuversichtlich, dass es das hinbekommt. Bis gleich. So, da habe ich den Karton auch mal kurz organisiert und dann würde ich sagen, machen wir mal den einen oder anderen Schnitttest. Also ja, ohne Probleme. Also es eignet sich durchaus ganz einfach zum Karton durchschneiden. Macht, was es soll. Und wenn man also mal einen Karton am Nachmittag zerlegen muss, dann braucht man sich auch keine Gedanken machen, wenn man nur das kleine Messer bei sich hat. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal zum Fazit wieder und das erstmal zum Eindruck auf dem Tisch. Bis gleich zum Fazit. So, da sind wir auch beim Fazit angekommen und meine Meinung zum kleinen, aber feinen Fox Knives Vulpes ist durchweg positiv. Also ich muss sagen, für den Preis, natürlich sind es jetzt nicht so viele Werkzeuge, wie man eben bei Victorinox bekommen könnte. Man darf aber auch nicht vergessen, ja, man hat hier eben auch Titan als Griffschalen. Man hat M390 in der Titan-Variante als Klingenstahl und da bin ich wirklich vollkommen zufrieden. Muss ich wirklich sagen, hätte ich nicht gedacht, es hat einen sehr, sehr großen Hype erfahren, das Messer. Und das auch nicht ohne Grund, würde ich sagen. Also es ist ja, ein schönes, positiv, ein super Messer. Sagen wir es einfach so, es macht Spaß, das zu benutzen. Es ist klein, kompakt und ja, einfach tolle Materialwahl, die man da zur Verfügung hat. Und ich würde sagen, das ist alles, was man eben so braucht. Und wie gesagt, für roundabout 60 bis 70 Euro kriegt man hier ein schönes, kleines Schweizer Taschenmesser. Und ja, wo eben alles dran ist, gerade wenn man die Variante mit Schere erwischt oder sogar mit Schere und Säge, das war das Wort, was ich gesucht habe, dann hat man hier wirklich einen absoluten Glücksgriff gemacht. Und auch sonst ist es ja, einfach ein schönes Messer. Und das sollen auch die abschließenden Worte gewesen sein. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr auch eins abbekommen habt, weil die waren ja wirklich sehr, sehr flink, weil gerade eben diese Titan-Varianten. Gut, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns spätestens beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.